Danke, Herr Präsident. Kolleginnen und Kollegen, werte Zuseherinnen und Zuseher. Seit 2017 wissen wir in Wirklichkeit, dass wir hier ein Problem haben, das es zu lösen gilt. Nämlich zu diesem Zeitpunkt hat der Verfassungsgerichtshof das alte Gesetz zum Verbot von Bankomatgebühren aufgehoben. Und seit 2017 erleben wir leider auch, dass es seitens der ÖVP eine Blockade gibt, hier eine neue Änderung, ein neues Gesetz auf den Weg zu bringen. Zuerst mit der FPÖ und jetzt mit den Grünen. Seit 2017 versuche ich, hier im Haus ein Gesetz zu schaffen, damit wir endlich wieder ein Gesetz bekommen, dass die Menschen auch hinkünftig ein Recht auf ihr Bargeld haben, ohne dass sie dafür zahlen müssen. Und seit 2017 wird es von den Regierungsfraktionen, egal in welcher Konstellation, verhindert. Aber um was geht es eigentlich und warum ist das so wichtig? Wir wissen ja alle gemeinsam, dass das Filialnetz von Banken ein immer kleineres wird. Wir erleben, dass in den Gemeinden, aber auch in Städten, es ist ja schon lange nicht nur mein ländliches Problem, sondern sehr wohl auch schon lange auch ein städtisches Problem, immer weniger Bankfilialen vorhanden sind. Aber mit den Bankfilialen verschwindet nicht nur die Bankfiliale, sondern mit den Bankfilialen verschwindet meistens auch der Bankomat. Und dann gibt es eine Möglichkeit in vielen Gemeinden, um noch zu seinem Bargeld zu kommen. Nämlich indem möglicherweise ein Drittanbieter hergeht und sagt, ja, ich stelle euch gerne einen Bankomat weiterhin zur Verfügung. Aber es gibt zwei Grundvoraussetzungen, liebe Gemeinde, liebe Stadt, du kannst entscheiden. Entweder es zahlen die Bürgerinnen und Bürger für jede einzelne Abhebung. Und wenn du das nicht willst, liebe Gemeinde, liebe Stadt, dann zahlst du als Gemeinde, als Stadt jedes Monat einen gewissen Anteil, damit deine Bürgerinnen und Bürger nach wie vor gratis zu einem Bargeld kommen. Die Kollegin Fischer, die vor mir gesprochen hat, weiß es, in ihrer Gemeinde gibt es so einen Fall. Ihr zahlt 300 Euro jedes Monat an einen Drittanbieter, nur damit ihr nach wie vor euren Bürgerinnen und Bürgern ihr Bargeld zukommen lassen könnt. Und da gibt es viele, viele andere Gemeinden auch, wo die Bevölkerung unter dieser Situation leidet. Und die Frage ist, konkret an die Grünen, konkret an die ÖVP, wie lange wollt ihr diese Situation jetzt noch so bestehen lassen? Wie lange wollt ihr noch blockieren? Wie lange wollt ihr die Bevölkerung noch dieser Situation aussetzen oder Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dieser Situation aussetzen? Wann schafft ihr endlich ein Gesetz, damit es ein Recht auf das eigene Bargeld gibt? Es ist ein ganz einfaches Gesetz. Der zuständige Konsumentenschutzminister hat in seiner Erklärung auch formuliert zu dieser Bürgerinitiative, wie einfach das ginge, damit man so ein Gesetz verabschiedet, also wie der Gesetzestext lauten müsste. Es ging halt eigentlich nur mehr darum, dass sie es ins Parlament einbringt und dass wir eine Mehrheit dafür bekommen. Wir stünden seit 4 Jahren dafür bereit. Es wird Zeit, dass ihr euch endlich bewegt, dass die Menschen in diesem Land auch in Zukunft ein Recht auf ihr Bargeld haben, ohne dass sie dafür zahlen müssen. Dankeschön. Sagt Andreas Kollross von der SPÖ.